Neues Format jetzt hier auf dem zweiten Kanal. Gesundheit ist das Wichtigste. Genau so ist es. Drei Tipps gegen eigene Unzufriedenheit, was dich vielleicht auch zurückwerfen kann. Aber komm da so schnell wie möglich wieder raus, indem du dankbar bist für was du hast und nach vorne schaust. Da kommen wir schon zum nächsten Tipp, und zwar ist der nächste Tipp: Frag dich, wer du bist. Frag dich, für was du hier auf dieser Welt bist. Frag dich, was dein Ziel ist, was dein Warum ist. Warum machst du das, was du machst? Du hast keine Zeit mehr, unzufrieden zu sein mit dem, was du jetzt gerade hast. Du hast ein Ziel, wo du hin willst, und du machst jeden Tag alles dafür, um an dieses Ziel zu kommen. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club und ich... Skrrr! Ay, let's do the intro, man. 3, 2, 1, go! Psst. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Heute wieder auf dem zweiten Kanal, weil der erste leider gesperrt ist. Habt ihr ja mitbekommen im letzten Video. Falls nicht, klickt oben in die Infokarte rein, werde ich hier nochmal verlinken an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Ist ein bisschen blöd, aber ist auch okay. Also, ich bin jetzt nicht am Rumheulen oder so. Es ist nur eine Woche zum Glück. Beim nächsten Mal sind es dann 2 Wochen, und dann könnte es sogar sein, dass sie den Kanal komplett offline nehmen. Das wäre eine Sache, die mir extrem wehtun würde, aber da würde ich dann auch rechtlich gegen vorgehen. Nichtsdestotrotz sage ich euch jetzt schon mal, abonniert diesen Kanal hier. Das ist der Kanal, der auf jeden Fall am Start bleiben wird, denke ich mal so. Falls irgendwas mit dem Hauptkanal passieren sollte, das ist der nächste Lovelock-Official-Kanal, den ihr abonnieren könnt, wo dann Videos weiterkommen werden. Ich lasse mich davon nicht unterkriegen, und deswegen habe ich mir auch gedacht, ich mache ein neues Format jetzt hier auf dem zweiten Kanal. Und zwar will ich das Format 3 Tipps nennen. 3 Tipps, wo ich in jedem Video zu verschiedenen Themenbereichen einfach von meiner Seite, von meinen Erfahrungen raus, 3 Tipps weitergeben werde. Dinge weiterzugeben, Sachen, die ich selber in meinem Leben gelernt habe, anderen Leuten mitzuteilen, meine Erfahrungen zu teilen, ist eine Sache, die liegt mir am Herzen, die macht mir Spaß und die macht mich auch happy. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich dieses Format. Schreibt auf jeden Fall jetzt mal in die Kommentare rein, zu welchen Themenbereichen, welche Sachen euch interessieren würden, zu denen ihr gerne mal 3 Tipps von mir haben würdet. Da könnt ihr auch wirklich speziell werden. 3 Tipps zum Fitness wäre mir zu allgemein irgendwie. Ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel jetzt 3 Tipps, um schnell Muskeln aufzubauen, wäre eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe schon. 3 Tipps, wie man Frauen klärt. 3 Tipps gegen eigene Unzufriedenheit. 3 Tipps gegen Demotivation fürs Gym. 3 Tipps, um in der Schule gute Noten zu bekommen. Genau in diese Richtung könnt ihr jetzt gerne Stopp drücken und einmal in die Kommentare unten reinschreiben, welche Themen euch da interessieren würden. Gebt mir Vorschläge, ich habe Bock darauf. Ne? Und ich habe mir gedacht, heute gehen wir in die Themenbereiche rein. 3 Tipps gegen eigene Unzufriedenheit. Das würde ich heute gerne mit euch teilen. Tagchen. Einen schönen Sonntag. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Sonntag ist das Wichtigste. Genau so ist es. Ist lieb von dir. Nee, alles gut, alles gut. Tschüss. Genau, das ist meine süße Nachbarin, die ist voll süß, mit der unterhalte ich mich ab und zu. Die hat mich gestern auch so ausgefragt, so von wegen, was findest du besser, findest du Mexiko besser oder Deutschland besser und so. Die hat eine geistige Behinderung, und aber ist halt brutal süß. So. Geil. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, heute gehen wir in den Themenbereich Unzufriedenheit rein. Ich würde gerne heute aus meiner Sicht mal 3 Tipps rausgeben, die gegen eigene Unzufriedenheit helfen. Weil ich denke, dass es viele Menschen da draußen gibt, die mit ihrem aktuellen Leben nicht zufrieden sind, die zu Hause sitzen und sich fragen, fuck, und warum ist alles scheiße, und ich möchte gerne besser, und ich möchte gerne hier und ich möchte gerne da. Und das ist eine relativ negative Grundeinstellung, und es ist ein negativer Modus, aus dem es sehr schwer ist, rauszukommen. Ich kenne es selber, es ist wie ein Teufelskreis. Man findet immer wieder Dinge, mit denen man nicht zufrieden ist, und wenn man sich daran festhält, dann zieht einen das noch weiter runter, noch weiter runter. Deswegen will ich 3 Tipps mitgeben gegen eigene Unzufriedenheit. Und zwar ist der erste Tipp, den ich da raushauen möchte, ist Dankbarkeit. Das habe ich für mich in meinem Leben extrem gemerkt, seitdem ich angefangen habe, mir jeden Tag, jeden Morgen aufzuschreiben, 3 Dinge, für die ich von ganzem Herzen dankbar bin, geht es mir besser. Bin ich zufriedener, bin ich glücklicher, habe mehr Motivation am Tag, mehr Motivation im Leben, und es geht mir einfach besser. Und deswegen lege ich euch ans Herz, wenn ihr gerade unzufrieden seid mit eurer
Umgebung, mit eurer Lebenssituation, mit euch selber, dann macht euch bewusst, was ihr im Leben habt. Und jeder von uns hat Dinge. Gerade hier in dieser westlichen Welt, in der wir leben, leben wir wie Könige. Wir dürfen jeden Tag essen, wir dürfen jeden Tag trinken, so viel wir wollen. Normalerweise. Wir haben ein Dach über dem Kopf, hoffentlich. Wir haben Familie, hoffentlich. Also wir haben, jeder von uns hat Dinge, an die er sich festhalten kann. Jeder von uns hat Dinge, die einem bewusst sein sollten, die ihr euch vor Augen halten solltet. Und wenn ihr das macht, wenn ihr das tut, dann kriegt ihr wieder mehr Happiness, ihr kriegt mehr Glücklichkeit und diese Unzufriedenheit wird Stück für Stück aufgelöst. Das lege ich euch wirklich ans Herzen. Seid dankbar für alles, was ihr in eurem Leben habt. Es ist nicht selbstverständlich und das sollte euch zeigen und euch sagen, dass ihr privilegiert seid und dass ihr alles schaffen könnt, was ihr wollt. Lasst euch von eurer Unzufriedenheit nicht runterziehen. Jeder hat mal schlechte Tage im Leben. Jedem passiert mal irgendwas, was nicht so schön ist, was dich vielleicht auch zurückwerfen kann. Aber komm da so schnell wie möglich wieder raus, indem du dankbar bist für was du hast und nach vorne schaust. Da kommen wir schon zum nächsten Tipp und zwar ist der nächste Tipp, was dich aus der eigenen Unzufriedenheit rausholen kann, ist deine Familie. So. Leg mehr Fokus, falls du es nicht sowieso schon tust, leg mehr Fokus auf deine Familie. Wie kannst du deine Familie unterstützen? Wie kannst du deiner Familie helfen? Wie kannst du eventuell vielleicht sogar jemanden aus der Familie, mit dem du dich verstritten hast, wieder an dich ranholen? Familie ist für mich das Allerwichtigste, was euch Stabilität und Kraft gibt. So, und das kann eure Unzufriedenheit auch auflösen. Wenn ihr eurer Familie was Gutes tut, wenn ihr eurer Familie was Gutes tut, dann fühlt ihr euch gut, dann seid ihr zufrieden. Ich will nur ein Beispiel machen. Ich komme aus einer Familie, gerade also unsere kleine Familie, also meine Mutter, mein Bruder und ich, wir haben schon unser Leben lang finanzielle Probleme gehabt, so. Finanzielle Struggles gehabt. Ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum ich jetzt gerade auch wieder finanzielle Probleme gehabt, weil ich davon geprägt wurde. So, bei uns sah es nie gut aus finanziell. Wir haben immer gestruggelt, wir hatten das immer auf dem Schirm und wir haben immer Angst davor gehabt, dass irgendwas passiert. Finanziell, so dass man Miete nicht mehr zahlen kann oder hier oder da. Und das kommt natürlich bei einem Jungen auch an, bei einem Kind. So, und seitdem ich YouTube mache und ein bisschen Geld damit verdiene und mich über Wasser halten kann, habe ich die Möglichkeit, auch meine Mutter zu unterstützen teilweise. Selbst wenn es bei mir finanziell aktuell auch nicht nice aussieht, habe ich trotzdem die Möglichkeit, den ein oder anderen Euro meiner Mutter zu geben, wenn sie gerade finanzielle Probleme hat. Und das macht mich zufrieden und glücklich. Das ist eine Sache, die erfüllt mich, wenn meine Mutter mir sagt, so, ey, ich bin so dankbar, dass du mir ab und zu hilfst. Dafür bin ich extrem dankbar und ich bin glücklich, dass ich das machen kann. Also der zweite Tipp gegen eigene Unzufriedenheit ist Fokus auf die Familie. Den dritten Tipp und der letzte Tipp, weil das Format heißt ja drei Tipps. Der dritte Tipp heißt Ziele. Du musst dir Ziele vor Augen halten können. Du musst wissen, warum du das machst, was du machst. Wenn du gerade unzufrieden bist, wenn du gerade mit deinem Leben nicht zufrieden bist, mit deiner Umgebung nicht zufrieden bist, mit deinem Job nicht zufrieden bist, mit dir selbst nicht zufrieden bist, frag dich, woran das liegt. Frag dich, was du eigentlich machen willst. Hör in dich hinein. Frag dich, wer du eigentlich selber bist. Kapsel dich auch mal ab von anderen Menschen, von Leuten, mit denen du dich ablenkst, von allen anderen Sachen, die dich ablenken. Frag dich, wer du bist. Frag dich, für was du hier auf dieser Welt bist. Frag dich, was dein Ziel ist, was deine Motivation ist und im zweiten Schritt, was dein Warum ist. Warum machst du das, was du machst? Warum willst du dahin, wo du hin willst? Und wenn du dir das bewusst machst und das aufschreibst und das manifestierst, dir klar machst und in deinem Kopf jeden Tag vor Augen hältst, dann arbeitest du daran. Du hast keine Zeit mehr, unzufrieden zu sein mit dem, was du jetzt gerade hast, weil du hast ein Ziel, wo du hin willst und du machst jeden Tag alles dafür, um an dieses Ziel zu kommen. Das hilft dir, um deine eigene Unzufriedenheit in dir selbst drin aufzulösen. Das sind drei Dinge, die ich in meinem eigenen Leben schon angewendet habe und die mir wirklich extrem geholfen haben, um wieder glücklicher, zufriedener und happier zu sein. Nochmal, es ist, jeder hat seine Up and Downs, jeder Mensch hat seine Struggles. Es passieren immer Dinge im Leben, die einen runterziehen können. Aber haltet euch an diesen Dingen fest und ihr werdet nie so tief fallen, wie wenn ihr das nicht tut. Das sind meine Advices für euch, Freunde. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, supportet mich. Auch gerne mit finanzieller Unterstützung. Mein PayPal-Link ist unten verlinkt. Ich bin wirklich dankbar von ganzem Herzen für jeden Support, egal in welche Richtung. Wir sehen uns im nächsten Video. Be unique. Dabei ist motherfucking alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Peace out, man.
Skirt.